Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten jetzt in Frankreich und hier ist unser Schwarzwälder Stütchen jetzt auch angekommen. Ich habe die beiden schon mal benannt und es tut mir leid für alle, deren Namen ich jetzt nicht verwendet habe für einen von den beiden. Aber ich habe sie mir aufgeschrieben und wenn es okay ist, würde ich die gerne dann auch nochmal für andere Pferde verwenden. Ich glaube, der erste Namensvorschlag für den Schwarzwälder war Da Vinci. Das finde ich auf jeden Fall total cool. Und Da Vinci werde ich definitiv nochmal verwenden. Auch wenn es jetzt nicht für den Schwarzwälder ist, aber zeig dich doch auch mal, du Kleine. Sieht aus, als wenn sie blaue Augen hat, ne? So. Haben wir noch genug grünes Futter oder müssen wir welches herstellen? Wir haben nicht mehr genug. Na gut, oder wir schicken sie einfach mal auf die Weide. Dann ist sie beim nächsten Mal erwachsen. Die gute Faith. Und passend dazu haben wir hier den Raven. Der kommt auch nochmal mit auf die Weide. Gut. Oh, dann kommt hier jetzt gerade jemand vorbei. Da gehen wir mal kurz hin. Schicken eine Einladung und dann gucken wir uns erstmal die Post an. Dann müssen wir noch die Rennen machen und weiter züchten. So, Einladung verschickt. So, ja, nee, Werbung gucken wir uns jetzt nicht an. 6400 Münzen hat Stallbursche verdient. Pferde wurden gestreichelt. Das Dorf wurde besucht. Ja, wir wurden von 4 Freunden im Wolkenrennen überholt. Okay. Gut. Und eine Standardnachricht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Deutschland. Zu den Krebsen. Gut, hier waren wir schon aktiv. Okay. Aber das Quiz können wir noch machen. Wie lautet das spanische Wort für Pferd? Kentelea, Caballo oder Caldo. Das ist Caballo. Wie viel Hafer brauchst du im Spiel, um einen Müsli-Riegel herzustellen? 8, 12, 10, das sind 12. Und was kann man von einem Pferd mit Pintofell erwarten? Bunte Flecken, Zebrastreifen, sternförmige Abzeichen. Das sind die bunten Flecken. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes erstmal die Truhen auf. So. Gibt irgendwie immer Isabella, ne? Aber ist gut. Also Isabella möchte ich wirklich eher haben als Rotkäppchen jetzt, muss ich sagen. 32 Stück. Beginnen wir heute mit Kate. Ich glaube, wir beginnen sehr, sehr oft mit Kate. Die kommt sehr oft hier ziemlich weit oben vor. Aber egal. Und das sieht ja auch interessant aus. Dass die Konkubine mit den... Was ist das? Die Deko ist auf jeden Fall extrem, oder? Nicht perfekt getroffen. Einen Versuch haben wir noch. Schaffen wir es noch, uns auf dem ersten Platz zu halten. Das ist sehr, sehr knapp. Gerade so. Oh je. Ja, ganz, ganz knapp, wirklich. Wäre die Strecke ein paar Meter länger gewesen, hätten wir es nicht mehr geschafft. Dann brauchen wir die Lea. Okay, ein perfekter Start. Das ist schon mal schön. Hier ist wieder diese... Wo gibt's die denn? Oder gab's die irgendwann mal beim Event? Das kenne ich überhaupt nicht. So, jetzt aber... Das ist alles sehr, sehr knapp.
Oh ja, nochmal perfekt getroffen. Das gibt dann doch einen kleinen Vorsprung wenigstens. Ronja darf und dann ja mal sehen, wen nehmen wir denn als wen nehmen wir denn doppelt dran? Nehmen wir noch mal Kate, würde ich sagen. Oh, das war ein bisschen zu früh. Und Platz 4, naja. Wir schaffen das schon noch, uns vorzuarbeiten. Aber so wird das nichts. Aha. Nee. Aber mal gucken. Jetzt müssen wir Glück haben, oder? Naja, es geht. Ist nicht so knapp wie beim ersten Rennen. Oder wie bei Lea. Wir haben noch 26 Tage Zeit. Das, also für Isabel soll das reichen. Was haben wir sie denn jetzt da? Oh je, ist das wieder unser Himmelpferd, das wir schon öfter mal beim Rennen dabei hatten. Ich habe jetzt erstmal auf den Namen geachtet. Wenn es schon Quick heißt, ne? Dann könnte der Name Programm sein, aber die exklusiven Araber sind auch nicht schlecht. Okay, sehr schön. Auch recht viel Glück gehabt. Aber das bedeutet, dass wir hier nochmal auf jeden Fall 8-mal Rezepturen bekommen. Und das würde bedeuten, dass wir 40 dann zusammenbekommen haben. Sehr schön. So, Großbritannien. Und hier sieht es auch noch aus. Ui, ui. Gut, aber dann sehen wir hier schon mal unseren Löwenhengst. Ich habe ihn jetzt noch nicht umbenannt, der heißt noch Rain. Und wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, ob er bleibt oder nicht. So, Stufe 4 hat er schon mal. Ich habe ihn einmal auf die Weide geschickt zum Trainieren. Und ich denke mal, den Rest werden wir dann mit füttern. Wir bekommen apropos trainieren. Die Löwenstufe 1 habe ich mal beide jetzt rausgeholt, damit ich es nicht vergesse, sie auf die Weide zu schicken zum Trainieren. So. Denn wenn die in der Oase stehen, ich vergesse das sehr gerne. So. Hafer. Ne, das bringt jetzt auch nicht so viel. Wie viel brauchst du dann? 322 insgesamt. Ja, mit deiner Auswahl wird das länger dauern. Ich bin auch mal gespannt. Also ich denke mal, die Kosten sind dann wieder so bei fast 100.000 Münzen. Was ja schon immer ein riesiges Loch in die Kasse reißt. Wobei es geht relativ. Wir sind zumindest wieder über 1 Million. Ja, so ein bisschen größeres Polster wäre schon nicht verkehrt. Na, gleich 10. Bringt das wenigstens ein bisschen. 30. Okay. Rüben. Gut. Tja, wie wäre es vielleicht mit verarbeiteten Sachen?
Süßigkeiten zum Beispiel sind auch immer beliebt. Oder dieses das fruchtige Futter, der Salat hier, den wir immer anbauen, der Melonen-Erdbeersalat. Oder weiß nicht, Honigkekse gehen ja auch. Oder orangenes Futter, Schokokuchen oder Schokomöhrenkuchen. Na gut. Dann geht's erstmal gleich ins Ausmisten. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen vorher nochmal nach Montana. Denn beim Öffnen der Kisten gab es auch nochmal Deko geschenkt. Und da habe ich mich dann doch ziemlich drüber gefreut. Und zwar haben wir den Swimmingpool bekommen mit dem Einhorn drin. Sehr cool. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den dann doch auf die Fantasieinsel bringe. Können wir ja vielleicht mal schauen. Ich kann die Sachen ja mal einpacken, dann können wir mal gucken, wie es auf der Fantasieinsel aussieht. So, die Stühle auch. So, und hier bei den Jütländern, es hat ja nicht geklappt. Die Amy ist nur Stufe 1. Achso, wir könnten. Jetzt habe ich nicht geguckt. Nach dem Jütländer Stufe 3. Da ist er. Hengststute ist eigentlich egal, ne? Mal sehen, wenn wir hier bei den ersten Leuten einen finden. Gut, Jütländer hat wahrscheinlich momentan niemand draußen stehen, ne? Sind ja ganz andere Pferde gefragt. Alles Mögliche, nur keine Jütländer. Sonst müssen wir es doch nochmal mit den Stufe 1ern versuchen. Nee. Oh, jetzt habe ich... Vielleicht war es ein Zufallstreffer? Nein, leider nicht. Wir könnten was dann sonst noch versuchen. Oben hat ja immer alles Mögliche draußen stehen, aber keine Jütländer. Na gut. Nee, ich glaube, da... Züchten wir jetzt nochmal mit unserer Stufe 1 ein und dann... Vielleicht haben wir ja Glück. So, da ist die Stute. Dann füttern wir lieber noch unseren Löwen erwachsen und züchten da nochmal. Würde ich sagen. Bin ich jetzt an ihm vorbei? Nee, der ist doch sehr, sehr weit unten. 23% ist ja jetzt auch noch nicht so die schlechte Chance. Aber es wird trotzdem nichts. Na gut, der Alex. Schade. Gut, dann gehen wir erst nochmal zu unserem Löwen. Und dann schauen wir nochmal auf die Fantasieinsel. Müsli-Riegel, ne? Das ist doch immer wenigstens etwas, was ein bisschen mehr bringt. Aber wir sollten jetzt trotzdem erstmal schnell auf die Fantasieinsel schauen, denn auch hier gibt es ja, einen Neuzugang. Das haben wir ja gesehen. Und jetzt schauen wir uns das kleine Stütchen mal an. Ja, sie braucht definitiv noch einen anderen Namen. Ich habe viele Stutennamen auch genannt bekommen. Jetzt muss ich sie nur... Da sind sie.
Wir könnten sie Amira nennen. Dann bleibt der Anfangsbuchstabe. Oder wir könnten sie auch Summer nennen. Flower passt. Oder, ich weiß nicht. Schmetterling könnten wir sie theoretisch auch nennen. Zoe. Queen wurde vorgeschlagen. Aber Queen haben wir ja schon. Das ist ja unser Onyx-Einhorn Stufe 3 Stütchen. Ich bin jetzt für Amira bei ihr. So. Ja, kriegst du nochmal die beiden Tautropfen hier und dann... würde ich sagen, schicken wir sie auf die Weide, um sie erwachsen zu bekommen. Ich glaube, diesen Salat haben wir sowieso nicht mehr, oder? War da nicht was? Ja. Da war was. So. Aber dann haben wir sie wenigstens mal gesehen. Sie ist auf jeden Fall eine ganz süße. Und... oh. Die Weide ist noch nicht sauber gemacht worden. So. Arme kleine Maus. Hier ist jetzt noch... ja... die Zucht im Gange. Leider ein Glitzerfeenpferd Stufe 2. Es sollte ein Achatfeenpferd werden, aber tja. Hat leider nicht geklappt. Können wir hier leider schon mal nicht mehr züchten. Dann würde ich sagen, schicken wir nochmal die Verkaufspferde hier mit auf die Weide. So. Und dann kümmern wir uns jetzt um unseren Löwen. Das machen wir jetzt noch. Das sollte ja nicht mehr allzu lange dauern, bis wir mit ihm züchten können. Ja, wenn man natürlich ausmisten bevorzugt, dann dauert es doch. Lena. Ich finde es auch schade. Es gab wohl früher mal die Möglichkeit, die Pferde auch zu putzen. Aber leider war das, ich glaube, auf Android generell noch nie möglich. Und ja, das wurde irgendwann komplett rausgenommen. Da konnte wohl niemand mehr Pferde bürsten. Und das Fiese war, da gab es auch eine Aufgabe. Da hieß es, man soll dreimal Pferde bürsten. Aber ja, auf Android war das halt irgendwie nie möglich. Okay, Melonen. Wir können ja mal gucken. Die Aufgabe gibt es doch jetzt hoffentlich nicht mehr, oder? Oh, sage ich. 8 Soja-Ernten kriegen wir hin. 500 Münzen in Russland. Oh ja, ziehe ein Pferd auf Stufe 15 auf. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Nee. Die müssten sie rausgenommen haben. Wirklich. Ja. Eine Stute auf dem Markt in Holmwürf. Oh Gott. Ja, das wäre ja was. Es wären nur sozusagen Münzen, aber schweineteuer. Wenn man die Aufgabe irgendwann mal erledigen möchte, wenn man mal zu viel Geld hat. Ich glaube, irgendein Pony gibt es doch hier, glaube ich, auch zu kaufen. Das kostet dann nur sozusagen 50.000. Ich glaube, das Gotland-Pony war das. Und, ja. Das ist dann doch nochmal wenigstens 15.000 günstiger, ne? So, jetzt ist aber erstmal Level 15 geworden, der gute. So. Da ist er. Jo. Na komm, zeig du dich auch nochmal und dann geht's erstmal in die Zucht. Ja, ich habe natürlich meine Schwarzwälder jetzt beide auf die Weide geschickt, ne? Fällt mir gerade auf. Wir hätten ja sonst mit ihm noch ein Rennen machen können. Schade. Ja, wir werden das nochmal hinkriegen. 80.000. Ein bisschen günstiger als gedacht, aber immer noch ein ganz schön großer Batzen Geld, der da weggeht. Und 13% Chancen nur. Tja, mal sehen, wie lange das dauert, bis wir die 13% treffen. Heute wird's nichts.
Okay, oh. Ein Tag, 9 Stunden. Ich glaube, so lange haben wir keine andere Zucht am Laufen. Dann verkürzen wir hier mal. So. Okay. Jetzt sind es noch 22:53. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal versuche ich wirklich dran zu denken, mit dem Schwarzwälder mal ein Rennen zu machen, bevor ich sie auf die Weide schicke. Mal sehen. Und ja, wir gucken noch mal ganz kurz. Hier passen die Palmen ja auch ein bisschen besser hin, aber weiß nicht, ist das eher so Deko für die Fantasieinsel? Könnte man fast meinen. Na gut. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ja, mal sehen. Vielleicht klappt es dann ja mit den Zuchten. Ich werde jetzt schauen, dass ich ein Jütländer-Hengstchen finde, Stufe 3. Und dann geht es da hoffentlich auch ein bisschen schneller voran. Es ist ja nicht so teuer, aber trotzdem, ne, so Stufe 2 bei 23% wäre jetzt schon ganz nett gewesen. Also, bis dann. Tschüss.